So, ihr kleinen glasierten Lebkuchen, ich habe gesagt, ich möchte noch ein Video machen bezüglich der Feen-Sache und bezüglich am besten auch der Stadthalle, weil, keine Ahnung, ich glaube, es ist nicht ganz schlecht. Plus, ich bin extrem schreibfaul und habe nichts diesmal irgendwie großartig notiert. Das heißt, Daddy bräuchte dieses Video sogar vorher. Da wir am Montag schon spielen wollen, habe ich mir gut überlegt vorher. Achso, und dann mache ich noch ein bisschen was zu diesem, so ein bisschen, nennen wir es mal, organisatorischen Kram. Ne? Attacke. Halle. Also Leute, Halle an der Saale ist die beste Stadt. Das habe ich jetzt schon 100.000 Mal gesagt. Halle hat so ungefähr 250.000 Einwohner, so ein Shit. Davon merkst du nicht viel. Das ist ich glaube, die zweitgrößte. Ja, es ist die zweitgrößte Stadt in Sachsen-Anhalt. Das ist natürlich wirklich lächerlich. Okay, Sachsen-Anhalt hat halt genau zwei Städte und ein paar tote Dörfer. So, also alles andere, was es da gibt, ist halt wirklich. Ich meine, ich komme auch nicht aus einer Großstadt, aber da ist halt wirklich alles ein totes Dorf. Was nicht zwingend immer schlimm ist. So, Halle ist eine Studentenstadt. Zu 90% würde ich sagen, lebt Halle. Das ist nicht ganz richtig, aber gefühlt lebt Halle durch die ganzen Leute, die dort studieren. Das heißt, die Uni ist relativ groß. Die Uni hat natürlich einigermaßen Tradition und kann sich damit schmücken. Und ansonsten hast du ein bisschen Fraunhofer und ein bisschen Chemiekram dort, aber nichts Außergewöhnliches. Auch nachdem in Bitterfeld die Solarbranche krachen gegangen ist, so gut wie ist wirklich das Studentenleben in Halle das Ding. In der hallensischen Innenstadt spielt sich, keine Ahnung, 70% des Lebens ab. Zumindest für die beiden Charaktere und ihr Umfeld. Das heißt, dort hältst du dich sehr viel auf, in anderen Stadtteilen nicht so wirklich. Es gibt nicht wie in, ich meine, das ist halt nicht Berlin oder so ein Kram, wo es wirklich so ghetto-mäßige Stadtteile gibt, einfach weil. Die Stadtteile, wo Leute leben, die wenig Geld haben, die Stadtteile, wo sehr viel Migrationshintergrund ist, der nicht zwingend immer gut angeschlossen ist, die haben trotzdem Zugang. Das heißt, Halle ist halt klein genug, dass du in, keine Ahnung, jeder hat ein Fahrrad, also mit dem Fahrrad in 15 Minuten ungefähr in der Innenstadt sein kannst und mit der Straßenbahn vielleicht 7. Es ist wirklich klein und kompakt. Das heißt auch die Disparität zwischen Arm und Reich ist einfach nicht so wie in anderen Großstädten. Das ist auch keine Großstadt. Weiterhin führt das natürlich dazu, dass sich alles, wirklich fast alles in der Innenstadt abspielt, dass du relativ schnell relativ viele Leute kennenlernen kannst, wenn du das willst. Das heißt, als Student gehst du halt zu irgendeiner WG-Party von einem Kumpel und dort lernst du Leute kennen, zu denen du, wenn die Party bei deinem Kumpel scheiße ist, dann als nächstes hingehst. Oder halt, wenn dir es dann dort eher vorbei ist, dort noch abhängst und das rastet völlig aus. Das heißt, du kannst ja super schnell einen Riesenkreis an Leuten schaffen, wenn du das willst. Und das ist, glaube ich, für eine Gruppe ziemlich gut. Allgemein der Menschenschlag, das natürlich. Kannst du so nicht sagen, weil sind das halt Studenten, die überall herkommen, ne? Schon weil keine Studiengebühren, geht man ja gern mal in so eine Stadt. Und die ist auch nicht so teuer zum Leben. Aber man hat schon manchmal das Gefühl bei den echten Hallensern, dass die sehr kumpelhaft sind. Es ist so ein bisschen, die wirken nicht direkt wie Dorftrottel, aber sehr umgänglich, ne? Und sehr unkompliziert. Also wenn du an der Kasse irgendwo stehst, dann kann es schon mal sein, dass die Kassiererin sagt, hier ist dein Wechselgeld, meiner. Denn meiner oder meine, das hängt man ja eigentlich an jedes Satzende dort. Das wird auch gern übernommen von Studenten und dorthin ziehen, weil es einfach übel gut ist. Es gibt dir gleich einen Zugang, den du nicht wirklich hast, aber einen gefühlten Zugang zu den Leuten. Das ist ganz toll. Es ist nicht so viel los wie in einer Großstadt. Das erschließt sich von selbst. Du hast dort eher viele kleine Sachen. Und die Interessengruppen sind ein bisschen weiter aufgespalten, glaube ich. Also du hast dort nicht große Sportzentren zwingend, die super gut laufen, sondern viele, viele kleine Sachen, wo die Leute dann was machen. Von der Stadt her, es gibt natürlich Stadtteile mit relativ großem Plattenanteil aus dem 50ern plus, also Halle Neustadt, Halle Südstadt, Silberhöhe ist ein bisschen ärmerer Stadtteil. Silberhöhe ist halt dann dort, wo im Netto die Schnapsflaschen mit so einem Sicherungsding verbastelt sind, weil das nicht anders geht, ne? Aber sonst hast du sehr viel inzwischen renovierten Altbau und teils direkt daneben oder irgendwie integriert so eine Platte. So eine kleinere, weiß ich nicht, so zwei, drei Stockwerke und
nur 8 Wohnungen oder sowas Platte. Das sieht schon ganz witzig aus. Was du in Halle Innenstadt nicht machst, ist Autofahren. Das wirst du einfach nie tun, denn es ist Krebs. Das ist wirklich unglaublich schlimm. Du hast dort eigentlich nur super enge Gassen plötzlich, weil Mittelalter und so ein Shit. Einbahnstraßen und du willst einfach nicht mehr leben, wenn du da mit dem Auto lang fahren musst. Ich habe dort Fahrprüfung gemacht. Und da fährt man eigentlich nur in den großen Plattenstadtteilen rum, weil man weiß, dass das einfach kein anderer schafft und kein anderer überleben kann, weil es wirklich unglaublich nervig ist. Das heißt, jeder fährt Fahrrad. Das heißt, Fahrräder werden ständig geklaut. Also, mein ehemaliger Mitbewohner hat irgendwann mal sich ein Fahrrad gekauft, wo dann der Kumpel gesagt hat: Ey, das wurde mir aber von einem Viertel geklaut, du hässliches Schwein. Das kann schon mal sehr gut vorkommen. Das geht ganz gut. Ja. Grün, du hast Zugang zu Wasser und zu Wald und Grün und allgemein ist da. Ist tatsächlich da. Das ist eine relativ grüne Stadt, aber man muss ein paar Minuten laufen, um da zu sein. Wobei man muss in alle Richtungen eigentlich nur ein paar Minuten laufen und ist überall. Also keine Ahnung, vom einen relevanten Teil bis zum anderen vielleicht eine halbe Stunde. Das geht schon ganz gut. Wobei, ja, wobei, was halt wichtig ist. Ich beschreibe das die ganze Zeit als so eine Art gewachsenes Dorf, was nicht ganz falsch ist. Aber es ist zum Glück nicht so, dass du ständig denselben, ja, du läufst schon häufig denselben Hackfressen über den Weg. Aber es ist nicht so schlimm dörflich, dass irgendwie jeder jeden kennt. Und da ist ja irgendwie die Leute, die ständig beobachten. Es ist schon noch eine Stadt, wo du auch in Ruhe lassen wirst. Das denke ich, für eine Rollenspielgruppe sehr wichtig ist. Und was natürlich auch gar nicht anders geht, wenn man leben will. Ist jetzt auch nicht irgendwie persönliche Meinung, das ist ja tatsächlich, steht ja so im Grundgesetz, dass das gar nicht anders geht. Gut. Ich glaube, das reicht erstmal. Ich werde gerade am Anfang sehr viel, denke ich, für die anderen beiden beschreibend erklären, damit sie A, ein paar Orte kennenlernen und B, damit sie ein Gefühl dafür kriegen, wie es dort aussieht. Ich meine, Flummi war oft genug da, die weiß ungefähr, was abgeht. Danny nicht. Und deswegen werde ich das machen. Das heißt, da kriegt man bestimmt noch einiges mit, aber so denke ich, reicht es erstmal. Das heißt, ich kann jetzt zu dem Feenkram kommen. Ne? Toll. Feen. Wenn ich Feen erklären will, muss ich leider geschichtlich rangehen. Es geht gar nicht anders. Es gibt zwei wesentliche Schöpfungsmythen, die sich, wie sich Feen selbst erklären, warum sie eigentlich da sind und warum sie so komisch sind. Die müssen wir wohl beide behandeln. Das erste wäre die etwas, ich sag mal, selbstbezogenere Art vielleicht. Es gibt den Traum. Und es gibt erstmal nur den Traum. Der Traum ist eine Welt oder ein Reich der Magie, wo die Dinge chaotisch und ungeformt sind in seiner Rohform, wo nichts lange existiert, wo alles zerfällt und wo es natürlich unglaubliche Freiheiten gibt, aber null Struktur. Die Feen behaupten von sich, zumindest manche, dass sie sich selbst als sich selbst bewusste Entität daraus gezogen haben und sich selbst Form gegeben haben, also die ihnen gerade irgendwie beliebte. Und weil sie dann natürlich nichts zu tun hatten, haben sie aus dem Traum die Welt geschaffen und andere Welten. Und natürlich war das alles im Fluss und im Wandel. Und natürlich kam es später zu einem kleinen Streit, wie das halt so ist. So, man kann sich ja gerade fehlen, die haben nichts zu tun und geraten dann ein bisschen in Rangeleien. Und aus Versehen, während sie sich ordentlich gegenseitig zerböllert haben, haben sie das Leben geschaffen. Also, alles Leben. Natürlich noch mit evolutionären Anteilen. Aber sie sind dafür verantwortlich. Und sie standen denen mit gemischten Gefühlen gegenüber. Denn eigentlich waren sie das eine unendlich lange Zeitspanne für sie gefühlt, unendlich lang nicht gewohnt, dass es das gab. Und wie Zeit damals funktioniert hat, weiß keiner. Sie kann durchaus zäher gewesen sein. Auch heute noch ist das Zeitverständnis für Feen etwas anders. Ein Moment der Langeweile kann dir vorkommen wie 1000 Jahre. Vielleicht lässt er dich sogar unter Umständen wirklich 1000 Jahre altern. Wer weiß das schon? Also. Die standen dem mit gemischten Gefühlen gegenüber. Sie standen ihm mit so gemischten Gefühlen gegenüber, dass sich 4 Höfe gegründet haben, der des Frühlings, Sommers, Herbst und Winters.
Der Winter war halt eher dafür, dass man das alles auslöscht, was da jetzt aus Versehen bei rausgekommen ist, während der Frühling gesagt hat, wir lassen das sprießen und genießen. Hahaha. Tötet mich. Und die anderen ordnen sich unter. Ich denke, das wird dann später vielleicht klar, vor allem weil auch nicht, dass er nicht der eine Schöpfungsmythos ist, an den alle glauben. Aber auf jeden Fall, das Leben war jetzt da, man musste damit umgehen, man hat sich gestritten. Man hat sich weiterhin gestritten, man hat Kriege geführt und so weiter. Und weil die Kriege natürlich sehr ressourcenerschöpfend waren, hat man sich gedacht, ja, wir prügeln uns im Traum, der ja zwar mit der Menschen, mit dieser Welt jetzt hier verbunden ist, aber trotzdem muss jemand auf unsere Reiche in dieser Welt hier aufpassen. Also haben sie Eide mit den Menschen geschlossen und gesagt, du hütest mein Land und wenn du mir unter Beweis stellst, dass du es hütest, indem du jedes Jahr zu Weihnachten, keine Ahnung, einen Baum schmückst zum Beispiel, dann werde ich dafür sorgen, dass du im nächsten Sommer und Herbst wieder eine gute Ernte hast. Und die Mähen, die Mähen, alles klar. Die Menschen haben diese Sachen natürlich sehr geschätzt und sie hatten Angst vor den bösen Geistern, die ab und zu über Brücken kamen oder aus den Brücken heraus und sie gefressen haben, wenn es ihnen nicht gepasst hat, denn Feen waren fucking awesome. Also haben sie das geehrt und sie haben an sie gedacht. Aber leider ist so ein Feenkrieg im Traum halt einfach unter Umständen sehr lange. Und die vier Höfe gerade haben nichts anderes getan. Und über die Jahrtausende hinweg haben die Menschen dann Eide vergessen. Vielleicht haben manche noch dran gedacht oder haben das anders gerechtfertigt, warum sie Dinge tun in irgendwelchen kulturellen Handlungen halt. Aber die Feen wurden an sich vergessen, was ihre Macht verringerte. Und zusätzlich haben die Menschen irgendwann ab einem gewissen Punkt, der, denke ich, klar sein sollte, nicht mehr so krass an Magie geglaubt. Und wie die Feen sich erklären, dass die Menschenwelt jetzt nicht mehr so ein Fluss ist, sondern so fest und so explizite Regeln erklären ist, dass die Menschen mit die Macht gewonnen haben durch ihren Unglauben und durch den Drang, Dinge als in einer Wahrheit, in einer einzigen Wahrheit zu erkennen, die Welt tatsächlich fest geformt haben mit festen Regeln und auch die Feen in ein festes Gewand gepresst haben. Dass sie eben nicht mehr frei waren, zum Beispiel ihre Gestalt ständig zu wechseln, einfach so. Was ihnen natürlich missfällt bis zum heutigen Tage. Und als die Feen dann irgendwann mit ihrem Krieg mal fertig waren und so einen wackeligen Frieden geschlossen haben und wieder zurück auf die Erde kamen, haben sie gesehen, wie scheiße das alles war. Und dann kam es später zum Bersten. Aber das mache ich dann gleich nach dem anderen Schöpfungsmythos. Also das ist der eine. Im Wesentlichen, die Feen waren so geil, dass sie sich selbst aus dem Nichts geschaffen haben, aus Versehen das Leben schufen und das sich dann letztlich gegen sie gewandt hat, weil sie es ein bisschen vernachlässigt haben. Aber den Punkt muss man ja nicht zwingend sehen. Der andere ist sehr menschzentriert, der andere Schöpfungsmythos. Der Traum, wie bereits gesagt, ist zu chaotisch. Nichts kann wirklich bestandhaft sein. Und bleiben vor allen Dingen. Und bei dem anderen Schöpfungsmythos geht man davon aus, dass die Welt der Menschen eine feste Entität war, die es schon immer so gab, ohne Einwirkung der Feen oder seit dem Urknall halt. Und der Traum eine andere Entität und die beiden waren verbunden und überlappend, aber die gab es halt einfach so. Und die Menschen haben durch verschiedenen dadurch, dass sie halt versucht haben, die Natur zu erkennen, den Feen überhaupt erst Form gegeben. Also zum Beispiel hat man viele Eigenschaften zugesprochen, weil sie ja auch ein viel größerer Bestandteil des Lebens waren. Und so kam dann der Glaube an verschiedene Tiergötter und das waren die ersten Feen, die von den Menschen geformt wurden. Und dann haben sie an das Leben nach dem Tod sich, haben sich darüber Gedanken gemacht und haben auch dadurch Feen geschaffen. Es kam dann nur ab irgendeinem Punkt kam es dazu, dass der Glauben immer spezifischer wurde. Dass auch die Menschen sich in Gesellschaften hineinentwickelt haben, die sehr starr waren. Und dass sie vom Ich gieße die Feen eine Form hinkam zum Ich will gar nicht mehr an sie glauben. Um das mal ganz grob zu sagen, ne? Und dann kam es zum Bersten. Und da sind wir jetzt. Das sind die beiden Schöpfungsmythen führen sich an dem Punkt ein Stück weit zusammen.
Das Bersten war der Punkt, der meistens irgendwann festgesetzt wird, aber wer soll das schon genau sagen heute, zur Zeit der Pest. Zur Zeit der Pest und zur Zeit des kirchlichen Durchgreifens war natürlich die christliche Kirche, und ich weiß, das ist ja europazentriert, das ganze Ding, aber ja, Asien hat theoretisch seine eigenen Feen und die sind einfach zum Kotzen. Auf jeden Fall, ab diesem Punkt war der Mensch, hat sich so sehr abgewandt vom Glauben und von all den Traditionen und davon, dem Geist unter dem Berg seinen Respekt zu zollen, dass der Traum und die Welt der Menschen sich voneinander entfernt haben, soweit, dass die Brücke dazwischen zerbrochen ist. So, und die meisten Feen, die es geschafft haben, sind zu dem Zeitpunkt einfach natürlich abgehauen aus der Welt der Menschen. Denn die hatten fürchterlichen Schiss, was dann passiert. Zu Recht. Und sie haben sich gegenseitig totgetrampelt, um zurück in den Traum zu kommen und ihrer Heimatlande Arkadien. Die auf der Erde geblieben sind, die waren aber halt richtig gefickt. Denn der Unglaube und der spezifische Glaube zum Beispiel an einen Gott hat sie so weit geschwächt und in ihrer eigentlichen Form zerbrochen, dass sie sich in Menschen verstecken mussten, um weiterleben zu können. Im Wesentlichen. Und ab da waren es keine reinen Feen mehr aus Magie, sondern es waren halt Wechselbälger, Changelinge, die in Menschen wohnten. Und die Kraft der Menschen, sie so zu zerbomben, nennt man Banalität. Banalität ist sehr anstrengend für Feen im besten Fall und tödlich, halb tödlich im schlechtesten Fall. Der heutige Unglaube der Menschen kann eine Fee dazu bringen, dass sie ihr wahres Selbst vergisst. Und dann ist der Typ nur noch ein Mensch und kein Wechselbalg mehr. So. Was war danach? Danach war scheiße. Danach ging es auch nicht zwingend bergauf. Danach kam irgendwann Renaissance. Da war es sicherlich ein bisschen besser, weil die kirchliche Unterdrückung und die Zeit des Mittelalters einfach ein Stück weit aufgelockert wurden und man neue Träume haben konnte. Also die Menschen und Das Ding ist nur, danach kam irgendwann die Industrialisierung. Und das hat, ich denke, die Industrialisierung hat die Menschen vom eigentlichen Menschsein schon ziemlich entfernt. Auch von dem, wie sie wirtschaften, von dem, wie sie leben. Wenn ich denke an Mietskasernen zum Beispiel oder sowas. Oder auch an die heutige Zeit. Ich möchte da ein ganz einfaches Beispiel geben, denn das ist immer das Beste. Diese hässlichen Riesenschiffe, diese AIDA-Clubschiffe, die, mit denen machst du ja Touren und da fährst du von Land zu Land und wirst du mal kurz an Land gejagt und guckst dir dort irgendeinen Kack an und dann gehst du wieder rein und bist in so einer Riesenplattform. So, natürlich müssen die ja dort versorgt werden an Bord. Und man könnte jetzt Waren kaufen aus den Ländern, die man ja sowieso anfährt. Das wäre sicherlich wirtschaftlich. Aber dann könnte dich ein Passagier verklagen, weil die Krabbe aus irgendwoher dich vergiftet hat, weil die nicht mehr gut war. Und um das zu umgehen, verpackt man, also stellt die Scheiße irgendwo her, wo auch immer, wo es billig ist, verpackt die dann im Land, wo man abfährt, und fliegt diese Waren dann mit einem riesen Transportflugzeug dorthin, wo das Schiff gerade anlandet. Ich halte das für sehr fern vom Menschsein und für sehr, ne? In dieser Welt hat der Traum wenig Möglichkeiten, sich zu entfalten. Und das macht den Feen schwer zu schaffen. Und dadurch, dass sie sich in Menschen versteckt haben, haben sie jetzt auch den Samen der Banalität in sich. Das heißt, sie können nie wieder wirklich in den Traum und dort leben, weil er sie ab irgendeinem Punkt ein Stück weit ausspuckt. Sie sind nicht mehr die Wesen, die dort geboren sind. Sie sind Menschen und sie sind Feen, aber sie können nie wieder in ihre Heimat landen. Sie werden Arkadien definitiv nie wiedersehen, nicht eine von ihnen. Das heißt, auch bevor ein Mensch merkt, dass er mehr ist als ein Mensch, wird er immer ein Gefühl des unerklärlichen Heimwehs zum Beispiel haben. So. In, Gott, wann war die Mondlandung? 64? 62? Also zur Mondlandung. Nochmal, das Ursprungsbuch Changeling ist von Amerikanern herausgegeben, okay? Also,
Mondlandung. Und die Menschen haben plötzlich so krass davon geträumt, was alles möglich ist und wie toll das ist, und Sterne zu bereisen, fremde Welten und so weiter. Das ergibt halbwegs Sinn. Aber es ist natürlich schon von einer gewissen Sichtweise geprägt. Aber es ergibt Sinn, deswegen nehme ich das auch so. Also die Menschen haben zu diesem Ereignis wieder so krass Träume entwickelt und Vorstellungen und Wünsche und Hoffnungen, dass sich eine kurze Brücke geöffnet hat von der Welt der Menschen in die Welt der Feen. Und also in den Traum. Und da sind viele auch zurückgekommen, warum auch immer. Entweder weil sie vielleicht verbannt wurden oder weil das eigentliche Zuhause der Feen richtig hart zerbumst wurde von irgendjemanden. Oder weil sie natürlich ehrenwert zurückkommen wollten, um zu helfen. Das kann natürlich auch sein. Und diese Feen, die dann zurückkamen, die mussten sich sofort einen neuen Körper suchen und waren natürlich erstmal geschockt. Die kamen da raus nach ein paar hundert Jahren, was für die im Traum auch 40.000 Jahre sein könnte. Das ist möglich. Und wussten nichts. Standen natürlich vor dem technologischen Zeitalter und die standen vor der Welt, die sie jetzt mit Banalität umgibt, die kalt ist und den Körper auszehrt. Und sie waren natürlich auch völlig andere Lebensweisen gewohnt. Also zur Zeit der Pest war auch die Gesellschaft ein bisschen eine andere, ne, als jetzt. Demokratie ist für viele auch heute völlig untragbar eigentlich. Für die Herrschaftsklasse ist sie natürlich am wenigsten untragbar, ne? So. Da kommen wir auch schon auf das Erste. Ja, kommen auf das Nächste. Es gab zwischen den Feen, je nach Schöpfungsmythos ist natürlich ein bisschen was zu verstehen. Es gibt die Shi. Die Shi sind die Herrscher der Feen. Es ist eine Art Fee, die nur dafür erträumt wurde, zu herrschen. Die Könige. Voller Anmut. Elfengleich. Aber nicht auf ganz so eine schlechte Weise, denn sie haben sich's ja halt verdient. Könige, die mit einem Winken der Hand dich zum Schweigen und auf die Knie zwingen. Solche Leute, okay, die du nicht ansehen kannst, weil sie schön und schrecklich sind. Die meisten von ihnen wollen auch gute Herrscher sein, auch wenn natürlich jeder eine andere Vorstellung hat, was es heißt, ein guter Herrscher zu sein. So. Die sind aber fast alle beim Bersten abgehauen, wie kleine Mädchen. Ne? Die Shi sind über die Gemeinen, über den Rest rüber getrampelt, wie nichts, denn die hatten ja auch die Schlachtrösser dazu. Und dann kamen ein paar von denen wieder, verschiedene Häuser, also verschiedene Blutlinien, wenn man so will. Die wurden natürlich nicht zwingend gut aufgenommen, denn als sie wiederkamen, mussten sie sich erst kurz einleben in die Welt der Banalität. Und das haben die Gemeinden, haben sie entweder natürlich dann ziemlich gejagt, weil ihr habt uns damals verlassen, wie konntet ihr nur. Aber manche haben ihnen auch geholfen. Und das Erste, was sie danach gemacht haben, war nicht zu sagen, danke, sondern, wo ist mein Thron? Knie nieder. Wie sollten sie es auch anders verstehen? Das war nie anders für sie. Und das wurde nicht so gut aufgenommen. Das heißt, da gab es Krieg. Und den Krieg haben die dann auch gewonnen. Nicht die Gemeinen. Denn das sind halt wie Bauerntrottel im Wesentlichen, und die anderen kommen aus dem Traum und hatten vielleicht einen Drachen dabei, auf dem sie reiten konnten. So. Das heißt, da gibt es auch heute noch ein gewisses Konfliktpotenzial. Manche königliche Herrschaft hat sich vielleicht etwas demokratischer gewandelt, aber nicht viel, denn es ist nicht das Wesen und meiner Ansicht nach auch nicht zwingend das Wesen der Feen, die heutige Gesellschaftsform zu übernehmen. Es liegt einfach wesentlich mehr fantastische Kraft in einem gerechten oder ungerechten Herrscher als in einem Haufen von Lappen, die sich nicht einigen können. So. Ne? Jedenfalls für dieses System. Okay. Randnotiz, einfach weil es hier steht. Kaltes Eisen ist für Feen die einzige Art, sie wirklich zu töten. Es zerstört die Feenseele. Was ist kaltes Eisen? Also eigentlich ist es kalt geschmiedetes Eisen, und dann guckt man nach, was denn kalt geschmiedetes Eisen sein soll. Natürlich kann man nicht kalt schmieden, denn das ist Bullshit, das ist reines Eisen. Reines Eisen, es gibt verschiedene Theorien, warum das so ist, bla bla bla. Ich fand die
die beste eigentlich, dass sich eine Fee in alter Zeit verliebt hat in irgendein Dude hat sich verliebt in so eine Bauerntrottelin, weil die die schönste aus dem ganzen Land war und anmutig und klug und weise und zurückhaltend und ganz, ganz toll. Aber natürlich wurde ihr Bruder so ein bisschen, der hat befürchtet, dass diese Fee ein bisschen mit ihr ihren Spaß hat und sie dann zurücklässt und die leben ja doch ein bisschen anders und so weiter. Und dann hat die Fee gesagt, hier Bruder, wie kann ich dich denn umstimmen? Ich will so ein guter Junge sein, ich bin so verliebt, uiuiui. Und der Bruder hat gesagt, ja, ich brauche eine Waffe gegen dich, damit ich eine Chance habe, falls du ihr Böses tust. Und er sagt, oh nein, nie werde ich ihr Böses tun. Hier hast du eine Waffe, das ist ja auch reines Eisen, damit kannst du mich jetzt schädigen. Und dann war das halt der Fluch für alle Feen. Ich fand die Erklärung ganz, ganz neckisch. Ja. Auf jeden Fall das. Damit kannst du eine Fee töten. Ansonsten nicht, denn Feen funktionieren jetzt so, da sie sich in Menschen gebracht haben. Früher unsterblich, jetzt so. Die Feenseele sucht sich einen Menschen. Wie auch immer, das macht sie halt einfach. Und welcher Mensch, ist völlig egal. Sie tut es einfach und sie hat einen gefunden. Dort wird sie, nennen wir mal, sich einnisten. Und der Mensch lebt sein Leben und ab irgendeinem Punkt erwacht er quasi oder erwacht die Feenseele. Man nennt das auch Verpuppung. Was irgendwie für mich keinen Sinn ergibt, weil Verpuppung ja eigentlich, aber ist auch egal, es ist die Verpuppung. Und dann erwacht die Feenseele und vereint sich mit der menschlichen Seele. Das heißt, du behältst natürlich durchaus deine Erinnerungen und ein Stück weit auch deine Ansichten. Was auch ein Grund ist, warum die Ski so verwundert waren, denn die Feen waren halt auch Menschen, die dort ein menschliches Leben hatten und die Ski nicht so richtig. So, du erwachst dann und plötzlich bist du eine Fee. Krasser Shit. Wirst durchaus, viele von ihnen werden mal kurz wahnsinnig. Manche von ihnen werden für wahnsinnig gehalten. Und dann in der Anstalt gesperrt. Manche von ihnen halten es nicht aus und werden verzerrte Unwesen. Und manche werden dann zum Glück gefunden und eingewiesen. Was verändert sich da groß? Ach naja, gar nicht so viel. Doch eigentlich ganz schön viel. Du hast eine neue Sicht auf die Dinge. Natürlich hast du die Fluten. Ich will nicht den SR-Vergleich eigentlich aufziehen, aber okay. Man kann, da die meisten hier irgendwie SR-Spieler sein werden, man kann es vielleicht vergleichen mit astraler Wahrnehmung, obwohl nicht wirklich. Du siehst die Welt so, wie sie ist. Was heißt so, wie sie ist? So wie ein Mensch sie sieht. Aber du siehst an manchen Punkten auch die Wesen des Traums, wenn es welche gibt. Zum Beispiel, du siehst, dass der kleine Teddybär des Mädchens, der halt ihr geheimer Freund ist, sich bewegt und mit dir redet, denn er ist halt echt. Die anderen Menschen sehen das nicht. Du siehst natürlich andere Feen, so wie sie sind. Also zum Beispiel siehst du, dass der Typ um die Ecke ein Mensch ist, aber auch ein 3 Meter großer blauer Troll. In eiserner Rüstung, mit Schild und starrem Blick. Und du siehst natürlich, dass du selbst etwas Besonderes bist. Du siehst Gefühle von Menschen, siehst du nicht wirklich. Aber du kannst die Gegenwart von starken Gefühlen spüren, auch weil du dich davon näherst, quasi. Nicht in dem Sinn, dass du es den Menschen wegnimmst, kannst du auch, aber sondern, dass diese Gefühle einfach ausgeschüttet werden und in der Luft rumfliegen und du kannst dich davon ein Stück weit stärken. Du spürst auch Banalität als eine Kälte, die Stücke von dir reißt, im Wesentlichen. Und du siehst vielleicht auch die Eingänge in den Traum. All das ist plötzlich dein Leben. Du siehst, dass wenn du über eine Brücke gehst, du nicht nur über eine Brücke gehen kannst, sondern auch an den königlichen Hof des Ski Burgholz von Schnoddermund. Und dann ist nicht nur dieser Fluss da halt von der Brücke, über die du gehst da, sondern auch eine wahr prachtvolle Burg. Und du könntest theoretisch auf sie zugehen, auch wenn das heißt, dass du in der Luft gehen würdest. Das heißt, dein menschlicher Körper bleibt eigentlich auf der Brücke stehen und wird dann mit der Zeit sich auflösen und die Menschen werden das nicht sehen, denn die Menschen sehen es nie. Und du gehst dann als Fee in den Traum hinein. Solche Dinge sind halt möglich. Natürlich zerfickt das dein scheiß Gehirn am Anfang. So. Wenn ein Mensch stirbt, dann geht die Feenseele zurück in den Traum, macht dort irgendwelche Dinge, trinkt vermutlich ein Tässchen Tee, guckt sich ein bisschen um und findet den nächsten menschlichen Körper. Das heißt, der menschliche Tod ist für die meisten nicht schlimm. Absolut nicht. Manche Ski haben die Angst, dass sie, wenn der Mensch stirbt, als Gemeine wiedergeboren werden, was natürlich ein Albtraum wäre. Nicht mehr königlich zu sein, das ist halt wirklich schlimm. Aber im Wesentlichen ist es egal, ob der menschliche Körper stirbt. Wenn deine Feenseele durch kaltes Eisen stirbt, ist wie gesagt Ende.
Deswegen tun das die Feen einander eigentlich auch nicht an, denn damit zerstörst du ja das letzte bisschen Magie, was auf der Welt ist. Aber du kannst auch nur die Feenseele angreifen mit Nicht-Eisen. Ein Beispiel. Wenn zwei kleine Jungs sich mit Stöcken hauen, einen Fechtkampf machen, dann ist das lustig. Haha. So, sei du bist eine überbehütende Mutter. Wenn das Feen sind, dann sind das unter Umständen nicht nur Stöcke, sondern auch echte Schwerter. Denn es sind kleine Ritter, die trainieren oder so ein Shit. Oder sich streiten. Und wenn die mit diesen für sie echten Schwertern den anderen treffen, dann kann das sie natürlich auch verletzen. Sollte man mit so einem chimärischen Schwert den anderen töten, dann wird er kurz in Ohnmacht fallen, der Mensch, denn der Fee ist ja offenbar kurz tot, und dann hat er eine gewisse Erholungszeit und kommt wieder. Da passiert also auch nicht viel. Dennoch sind im Verhältnis, so wenn man in der WoD rumguckt, Feen natürlich trotzdem von allem ziemlich gefickt, denn sie sind nicht besonders stark, die sind nicht besonders toll heutzutage. Jeder Vampir macht die eigentlich platt. Gerade weil Vampire mal als super banal beschrieben werden, was ich nur in Teilen mittragen würde, aber das ist jetzt egal. Die sind in der WoD auf jeden Fall ziemlich am Arsch. Denn sie leben am meisten in der Welt der Menschen, sie brauchen am meisten die Welt der Menschen und werden trotzdem von der Welt der Menschen irgendwo an den Rand ihrer Existenz getrieben. Viele Feen halten es auch nicht zwingend aus, dass sie halt Mensch und Fee sind, dass die Menschen um sie herum nicht sehen, was sie sehen und dass sie, wenn sie es ihnen erzählen würden, ihnen das nicht glauben würden und auch wieder vergessen würden. Und treiben sich dann halt so weit in die Banalität, dass sie vergessen, wer sie eigentlich sind. So, vor die Glotze zum Beispiel ist ein ziemlich einfaches Mittel. Okay. Ach ja, Feenmagie. Feenmagie von den Menschen, je nachdem wie banal die sind. Und banal ist nicht mal zwingend als Beleidigung zu verstehen. Ich wäre vermutlich einer der banalsten, weil ich extrem auf Naturwissenschaften gedingst bin. Ne? Ganz furchtbar. Aber wenn eine Fee Magie vor einem Menschen ausübt oder sich in ihrer wahren Gestalt zeigt, dann wird er denken, shit! Und nach einer Zeit wird er das wieder vergessen. Der wird sich das zurecht rechtfertigen. Der Typ ist gar nicht geflogen vor mir, der... Da hatte ich dann meine Brille, da war ja dann auch ein Knick drin und dann muss der hochgesprungen sein und dann habe ich nicht mehr so richtig hingeguckt. Ich war auch müde. Und dann später wird das immer mehr vergessen. Was nicht heißt, dass es keine Konsequenz hat, wenn sich eine Fee von einem Menschen zeigt, denn wenn er halt richtig hart nicht dran glaubt, dann kann es die Magie der Feen zerstören. Das heißt, wenn eine Fee auf ihrem, keine Ahnung, die lässt sich Flügel wachsen und fliegt weg und der Mensch glaubt nicht dran, dann fällt sie runter und ist tot. Ärgerlich. Oder jemand bedroht mich mit einem Schwert. Ich frage, es kann doch gar nicht sein, dass er ein Schwert hat. Der hatte gerade noch keins, dann zerfällt das unter Umständen. Das ist natürlich nicht schön. Außerdem wird es nicht gern gesehen, wenn man sich zeigt. Das ist natürlich klar. Eine Geheimhaltung ist natürlich immer ein Ding. Genau. Schön, schön, schön. Es gibt... selbstverständlich verschiedene Konflikte zwischen den Feen. Es gibt einzelne Feen-Kiffs, also nennen wir es mal Rassen vielleicht, die sich prügeln und natürlich die königlichen Hoheiten gegen den gemeinen Plebs ist immer ein Thema und die vier Höfe der Jahreszeiten hauen sich natürlich auch auf die Fresse. Ich denke, das wird alles mehr oder weniger vorkommen. Aber ich glaube... es reicht erstmal, um grundsätzlich zu verstehen, wie das funktioniert. Ich werde es mal gleich nochmal anhören. Vermutlich werde ich wieder irgendwas dranhängen. Das werde ich aber so geschickt schneiden, dass es keiner merkt. Außer, dass ich es gesagt habe, also wird es jeder merken. Ansonsten, bis bald, ihr Süßholzraspeln. Kacke, ich wusste es auch. Mann, ich wollte noch was Organisatorisches sagen. Pass auf, ich habe ja erst gesagt, WordPress und so ein Ding werde ich eine neue Seite machen. Habe ich mir anders überlegt. Ich denke, ich werde viele Sachen nicht mehr aufschreiben, so wie bei Shadowrun, weil es sich auch einfach nicht lohnt, sondern wenn die überhaupt mal ein Video drüber machen. Und das heißt, wir brauchen auch kein WordPress mehr. Das heißt, mit Shadowrun wird das natürlich weiterhin offen bleiben. Aber für... Changeling wird es da nichts Neues geben, wenn es mir irgendwas gibt, wie zum Beispiel Hintergrundgeschichten der Charaktere, dann kann man das ja auch alles mit Google klären, das kommt ja unter das Video und so weiter. So,
Dann diese Jaila-Abstimmung. Ich lasse sie natürlich weiterlaufen, wenn sich da irgendwas ändert. Okay, aber bisher sieht es ja so aus, dass die wichtigen Teile sind Staffeln oder Playlist. Da das relativ knapp ist, werde ich machen, dass wir werden jetzt verschiedene Staffeln haben. Sicherlich, das wird sich musikalisch und bildmäßig auch mal was ändern. Die werden vermutlich relativ lang sein. Je nachdem, wie sich das geschichtlich entwickelt. Und die kommen trotzdem alle in eine Playlist, einfach weil das sonst so unübersichtlich wird. Das heißt, da war mir auch Demokratie relativ scheißegal. Und dann habt ihr gesagt, ihr wollt ein Outro. Und das ist ja schön, toll, danke, fickt euch. Ich könnte jetzt entweder Demokratie ignorieren oder nicht. Die Sache ist, es wäre nett, wenn ihr schreiben würdet irgendwo, wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, was ihr euch da genau wünscht. Weil häufig kann ich entweder sagen, was in der Folge war, aber das habt ihr gerade gehört, ich kann das bewerten, aber das ist sinnlos, weil ich immer nur rumtrollen werde. Ich kann ab und zu mal was erklären, wenn es was gab, aber ja, okay, das ist halt die eine Sache. Oder wir können uns halt auch wieder zu dritt hinsetzen und Scheiße labern, was vielleicht mal witzig ist, aber häufig vielleicht suboptimal, aber das kann ich nicht genau einschätzen als von dem Standpunkt des Zuhörers aus. Deswegen wäre es cool, wenn da mal irgendwie ich erfahren würde, was ihr glaubt, was da sinnvoll wäre. Ne? So, tschüss.